Der Hamburger SV befindet sich schon wieder voll im Krisenmodus. Zum Start der Bundesliga-Rückrunde kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol beim FC Augsburg eine verdiente Niederlage. Damit nahmen die Hanseaten die Eindrücke des sieglosen Dezembers nahtlos mit hinüber ins neue Jahr. Nach der 11. Niederlage im 18. Saisonspiel sind die Hamburger weiter Vorletzter, während sich der FCA mit 27 Punkten an die internationalen Ränge heranpirscht. Mittelfeldspieler Yaceolku, 45. Minute, brachte mit seinem ersten Saisontreffer den Erfolg für die Schwaben auf den Weg. Augsburgs Michael Gregoritsch, 75. hatte mit einem Pfostenschuss Pech. HSV auswärts schwach. Der HSV hat es uns am Anfang sehr schwer gemacht. Aber wir haben uns ins Spiel gekämpft und verdient 3 Punkte geholt, sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter sichtlich erleichtert nach dem Spiel. Der HSV wartet dagegen nun schon seit über 4,5 Monaten auf einen Auswärtsdreier, steckt auf absehbare Zeit im Tabellenkeller fest und muss vor allem offensiv zulegen, wenn sich die Lage nicht ähnlich wie in den Vorjahren zuspitzen soll. Der FCA hatte unterm Strich die etwas gefälligere Spielanlage, wenngleich das Niveau bis auf einige kurze Phasen unterdurchschnittlich blieb. Bei der Mannschaft von Trainer Manuel Baum fiel der Ausfall von Torjäger Alfred Finnbogason, Beschwerden an der Achillessehne, ebenso ins Gewicht wie beim HSV der des Jüngsters Jan Fitte Arp, Erkältung. Die Hanseaten begannen vor 30.087 Zuschauern mutig und versuchten es mit offensivem Pressing, zogen sich nach wenigen Minuten aber zurück, sodass die Schwaben etwas klarer und kontrollierter agierten. Die erste Chance für den FCA gab es aus einem Konter heraus, Kai Oppi, 4., verzog jedoch. Später zögerte Ex-HSV-Spieler Gregoritsch, 15., zu lange mit dem Abschluss. Gisdols Elf war zwar bemüht, allerdings in Tornähe doch häufig ohne Durchschlagskraft. Die erneute Niederlage erhöht auch den Druck auf den Trainer. Das macht mit mir nichts. Wir sind das gewohnt und kennen die Situation. Aber natürlich hätten wir es lieber anders, sagte Gisdol nach dem Spiel in der ARD Sportschau. Im HSV-Tor erledigte Erstligadebütant und U21-Europameister Julian Pullersbeck seine Aufgabe überwiegend ordentlich, auch defensiv war der Auftritt des Bundesliga-Dinos weitgehend okay. Das vielleicht auch, weil die Augsburger nicht gerade ein Kreativfeuerwerk entzündeten. Als aber Kuh sich frei lief und Kai Oppis Flanke den Kopf des Karianös fand, waren die positive Ansätze erst einmal nichts mehr wert. Augsburg spielt clever zu Ende. Auch nach dem Wechsel machten sich gerade die Ausfälle im Mittelfeld des HSV wieder von Albin Ekdal, Aaron Hunt oder Luis Hültby bemerkbar. Es fehlte im Angriffsspiel an Struktur, Chancen waren